Bene lud zum Sitzkultur-Event des Jahres. Das richtige und gesunde Sitzen ist in der heutigen Zeit zur Voraussetzung in vielen großen, aber auch kleinen Büroräumlichkeiten geworden. Neue Bürokonzepte und Arbeitsweisen verändern Sitzkultur und Sitzhaltungen im Büro. Beim Bene Expert Talk lud man Vertreter aus Architektur und Design, Wissenschaft und Wirtschaft in die Räumlichkeiten von Zum Tobel, um unsere heutige Bürositzkultur aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Es ist uns ein Anliegen, einerseits einmal die ganzen Facetten des Sitzens einmal darzustellen. Und wir haben heute doch eine sehr hochkarätige Diskussion vom Kunsthistoriker zur Arbeitspsychologin bis hin zum Designer. Was ist durchaus, glaube ich, interessant ist, von diesen unterschiedlichen Sichtweisen einmal das Sitzen zu betrachten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden Stühle immer bequemer. Vor allem die Mechanik und die Polsterung sind neben der Optik ausschlaggebend für den Sitzkomfort von Bürostühlen. Sowohl die Mechanik, also die Verstellbarkeit der Bürostühle, als auch die Polsterung sind integrale Bestandteile heutiger Bürostühle. Und beides macht heute auch vielleicht so eine Art, also macht die Bequemlichkeit einerseits aus, befördert aber auch ein aktives Sitzen, also einen spielerischen Umgang vielleicht. So stellen sich zumindest die Büromöbelhersteller und die Designer heute vor. Einer der Mitverantwortlichen für den ständigen Wandel des Designs von Bürostühlen ist der britische Designer Luke Pearson. Als Paradebeispiel für optimales Sitzen bei der Arbeit präsentierte er sein neuestes Modell RIA. Es gibt drei Möglichkeiten, den Sessel zu verstellen. Der Benutzer braucht dazu keine Erklärung. Wie funktioniert das? Das ist fast so ein bisschen wie die iPad-Kultur, wo man bei der Anwendung lernt. Wir wollten auf die Grundlagen zurückgehen. Die meisten Stühle haben ganz viele Knöpfe und man weiß nicht genau, wo man drehen kann. Aber bei RIA ist es so, wir haben hier Knöpfe designt, wo man weiß, was man tun soll, wenn man sie fühlt. Und sein Konzept ist aufgegangen. Was ich eben sehr, sehr schön finde, ist, dass so die Form ist ganz klar, aber dass er also wirklich sozusagen wie so ein Kindersteckkastensystem unheimlich simpel gebaut ist. Ja, ich kann nur den höchsten Tönern schwärmen, weil ich habe ihn gewonnen in diesem Tombola. Also ich werde ab morgen absolut komfortabel sitzen bei der Arbeit. Als Mitbegründer des preisgekrönten Designstudios Pearson Lloyd in London sorgte er auch für einen äußerst komfortablen Sitzstil in der mehrfach prämierten Upper Class Suite von Virgin Atlantic. Luke Pearson, ein Mann, der hinter dem sitzt, was er tut. Unterschiede zwischen der österreichischen und britischen Sitzkultur sieht Pearson nur in einem Punkt. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied zwischen den Kulturen gibt. Wir haben ähnliche Rücken, ähnliche Körper. Vielleicht gibt es Unterschiede im Hinblick auf die Arbeitseinstellung. Mehr als 5 Stunden verbringen wir durchschnittlich pro Tag in einer beliebigen Sitzposition. Grund genug, um auf die bestmögliche Art des Sitzens einzugehen. Ich sitze auf einem sehr gut designten Stuhl, weil er einfach diese Kriterien erfüllt. Also man muss ihn in der Höhe verstellen können. Auch die Rückenlehne sollte auch flexibel sein. In diesem Fall kann ich auch meine Halswirbelsäule anlehnen, kann auch einmal vielleicht eine kurze Entspannung durchführen. Ich kann meine Hände ablegen, aber ich brauche nicht unbedingt die Stützen, ich kann sie auch wieder weggeben. Und das ist zum Beispiel hier schon einmal sehr wichtig, was die Ergonomie betrifft, aber sollte natürlich auch angenehm zum Sitzen sein, auch vom Material her, dass man im Sommer nicht schwitzt etc., all diese Dinge. Mit Stühlen wie Pearsons neuesten Modell RIA wird man also den Anforderungen und Dimensionen der neuen Arbeitswelt mehr als gerecht. Bene, einfach mehr als sitzen.